Das ist ein Rohstofflager für unsere Elektromobilität, die Atacama-Wüste in Chile. Hier wird abgebaut, was die Automobilindustrie dringend braucht: Lithium für ihre Batterien. Pumpen befördern mineralhaltiges Grundwasser in künstliche Becken. Das Wasser verdunstet, ein Lithiumkonzentrat bleibt übrig. Doch die Folgen sind dramatisch. Der Grundwasserspiegel sinkt ab, Flussläufe trocknen aus und auf früheren Ackerflächen gedeiht gar nichts mehr. Ihr am anderen Ende der Welt sollt wissen, man produziert Lithium und opfert uns. Sie verdienen Millionen und Abermillionen von Euros, aber sie opfern Menschen. Doch der Hunger nach Lithium und anderen seltenen Rohstoffen wird immer größer, sagen Experten. Wir gehen davon aus, dass wir ab Mitte der 2020er Jahre mit einer Größenordnung von mindestens 15% der Neuwagenzulassungen elektrisch rechnen können. Das wären dann 15 bis 20 Millionen Elektrofahrzeuge. Aber tragen auch deutsche Autobauer für diese Bilder eine Verantwortung? VW schreibt: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu unseren Lieferanten und Sublieferanten aus wettbewerbsrelevanten Gründen nicht äußern. Und BMW sagt: Wir wählen unsere Lieferanten stets aufgrund strengster Kriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit aus. Ein weiterer Rohstoff für Batterien: Kobalt. Die Demokratische Republik Kongo ist das Hauptabbaugebiet. Ein kleiner Teil kommt dort aus selbstgegrabenen Schächten. Die Bergmänner wollen etwas abhaben vom Boom. Sie arbeiten barfuß, ohne Sicherung und in 45 Metern Tiefe. Der Kobaltstaub ist hochgiftig, verursacht Lungenschäden. Zurück bleibt eine durchlöcherte Landschaft. Die Arbeit ist extrem gefährlich. Fast jeden Tag gibt es Unfälle, weil die Böden so brüchig sind. Umweltschäden und zum Teil menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Ein hoher Preis der scheinbar sauberen Elektromobilität.